Liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute zu unserer ersten Gesprächsreihe. Die beginnen wir mit einem Gespräch über die württembergischen Könige. Wir haben dazu eine ganze Serie vorbereitet. Immer mittwochs habe ich einen Gast bei uns hier im Stadtpalais und wir unterhalten uns über die württembergische Monarchie und speziell über die einzelnen Könige. Das ist ein Programm, das wir vorgeschaltet haben zu unserem Jahresprogramm, dem langen Diskursjahr zu König Wilhelm II. Wie Sie wissen, machen wir ja hier im Haus eine Ausstellung zu König Wilhelm II., die beginnt am 1. Oktober. Und wir sind jetzt sozusagen mitten in unserem Vorprogramm und wollen Sie sozusagen hintragen zu unserer Ausstellung. Heute zu Gast habe ich Frau Professor Dr. Paul. Frau Professor Paul ist einer meiner ersten Gäste. Ich stelle sie Ihnen jetzt mal vor. Wir schauen vielleicht mal gemeinsam in die Kamera. Sie, Frau Professor Dr. Ina Ulrike Paul, ist außerplanmäßige Professorin für neuere deutsche und europäische Geschichte an der Freien Universität Berlin. Sie ist zugleich Leiterin des Zentralinstituts Studium Plus an der Universität der Bundeswehr München. Als nächstes ist sie auch noch Mitglied des, in den Forschungsverbünden der Universitäten in Metz, Montpellier und Toulouse. Sie hat diverse Forschungsschwerpunkte, deswegen ist sie auch heute eingeladen. Und zwar vor allem die napoleonische Ära im Südwesten mit dem Wissens- und Kulturtransfer, mit der Kulturtransfergeschichte in Europa. Dann hat sie zu den Vordenkern der völkischen Bewegung gearbeitet und des MMNS. Sie hat zum historischen Roman gearbeitet im 20. und 21. Jahrhundert. Und sie hat eine zweibändige Studie zur Reformzeit Württembergs zwischen 1797 und 1816-19, darüber hat sie habilitiert und dazu sozusagen zu dem Thema des Entstehung des modernen württembergischen Staates. Das ist erschienen 2005 im Münchner Oldenburg Verlag, ist es veröffentlicht worden und genau deswegen ist heute Frau Dr. Paul da. Sie ist sozusagen unsere Expertin für heute. Ich begrüße Frau Dr. Paul ganz herzlich, freue mich, dass Sie da sind. Und vor allem, dass Sie da bei diesem heißen Sommertag hier angereist sind aus München. Wunderbar. Vielen Dank, liebe Frau Neumann, auch für die nette Vorstellung. Eines kann ich sagen, hier im Raum ist es wirklich schön kühl und man fühlt sich wohl. Wunderbar. Dann würden wir ein Gespräch beginnen jetzt. Und zwar geht es heute um König Friedrich, also sprich den ersten König, den ersten württembergischen König und zugleich sozusagen um die Gründung des Königreiches überhaupt. Der württembergische König Friedrich ist, wenn Sie ein Bilder von ihm jemals gesehen haben, ein großer, kräftiger Kerl. Er wurde als der schwäbische Zar bezeichnet und in dieser Charakterisierung ist er in unserem Gedächtnis geblieben. Heute wollen wir vielleicht ein bisschen ein anderes Bild entwerfen. Frau Paul hat ja sehr viel recherchiert und sehr viel geforscht und ich glaube, sie kann uns heute auf einen sehr schönen Weg zur Geschichte der Monarchie, der Beginn der Geschichte der Monarchie mitnehmen. Frau Paul. Im Jahr 1806 wurde das Königreich Württemberg gegründet. Wie dürfen wir uns diese Gründung vorstellen? Mit Pauken und Trompeten eigentlich. Friedrich I. hat erstmal eine Kampagne außenpolitischer Natur gemacht und dann im Inneren des Landes wirklich pompös die Königswürde zeremoniell feiern lassen. Das war auch wichtig. Denn er musste sich ja als König erstmal durchsetzen. Er war Herzog von Württemberg gewesen, er war Kurfürst gewesen für 3 Jahre und nun König und musste sein ganzes politisches Gewicht hineinlegen in dieses neue Amt und in ein Land, was aus 2 sehr ungleichen Hälften bestand. Altwürttemberg und Neuwürttemberg. Altwürttemberg war einstmals das Ganze, jetzt ein Teil. Neuwürttemberg waren 18 verschiedene Herrschaften gewesen, jetzt nochmal arrondiert. Und wir haben einen König vor uns, der letzten Endes die Verbindung schaffen muss, damit die verschiedenen Landesteile eines werden. Und diese Verbindungen mussten sozusagen wie ein Netz gespannt werden, über ein uneinheitliches Land, was durchaus nicht mit Freude begrüßt hat, nun unter württembergische Herrschaft zu kommen, alles andere als das. Genau. Wenn man sich einig war, war man sich häufig darin einig, dass das Los, wie der Pahl gesagt hat,
einem doch sehr aufs Unliebliche gefallen ist, dass man nun unter württembergische Herrschaft kam. Das war dem König bewusst, das war auch seinen Ministern, meistens Landesfremden, bewusst und man wollte jetzt konsensuell sozusagen unterfangen, was man als Land hatte. Zustimmung der Bürger erwerben, aber erstmal verwalten, erstmal einheitliche Gesetze geben, erstmal ein einheitliches Land schaffen. Man hat alles und ununterbrochen und überall reformiert. Und wir müssen uns vorstellen, dass wir mitten in Kriegs- und Krisenzeiten sind. Ja. Seit er angefangen hat zu regieren, das war 1797, sind es dann 19 Jahre, und das sind 19 Kriegs- und Krisenjahre, ja. 19 Jahre, in denen nichts normal ist. Es ist also nicht so, als würde man, wenn Sie den Vergleich erlauben, nun die DDR und die Bundesrepublik zusammenschmieden wollen, was, wie wir wissen, nach 30 Jahren auch noch nicht ganz gut geglückt ist, sondern es waren einfach ganz schwierige Zeiten. Es war die schlimmste Zeit für Württemberg seit dem 30-jährigen Krieg. Und gleichzeitig ergingen 2400 und noch wie viele Gesetze über dieses Land, das tatsächlich aber herausgekommen ist als ein homogenisiertes, modernisiertes Staatsgebilde, was tatsächlich den Grund gelegt hat für Württembergs wunderbare Entwicklung im ganzen 19. Jahrhundert und, wenn ich das sagen darf, letzten Endes bis heute auch. Denn Württemberg fühlt sich nicht mehr als Teile, sondern nee. Immer als ein sehr, sehr ganzes, rundes, so ein schönes, rundes Stück. Ja, da haben Sie einen wichtigen Punkt für meine Augen, also aus meiner Sicht gesagt, und zwar diese territoriale Vergrößerung des Landes. Württemberg wurde tatsächlich nicht nur Königreich, es wurde auch territorial größer. Ja. Und mit diesem Größerwerden des Landes oder dieses Königreiches war natürlich, es war Fluch und Segen zugleich, weil das Land war jetzt groß, hat deutlich mehr Macht haben können. Das musste man aber auch erstmal als König erreichen. Weil Richtig. Er hat natürlich nicht nur Liebhaber gehabt, die jetzt sozusagen seine Untertanen geworden sind. Und dieser Schnitt ist ja noch recht lange geblieben. Sehr richtig, Frau Neumann, das kann man eigentlich nur unterstreichen. Und er hat einen ganz großen Druck gehabt, das war der, sein uneinheitliches Land einheitlich zu machen und gleichzeitig seinen Bundespflichten, er war Rheinbundfürst geworden, nachzukommen. Stetig ein Heer von 12.000 Soldaten zu entsenden. Und man muss, das hört sich also geradezu krude an, aber so ist es, wenn man ein Heer abgesandt hat, dann ist nach der ersten Schlacht sind schon nicht mehr 12.000 junge Männer da, sondern weniger. Es bedeutete, dass ein Land, was das nicht kannte, und neue Länder, die das ebenfalls nicht kannten, Württemberg war doppelt so groß geworden, dass die ununterbrochen Soldaten aushoben. Die jungen Männer, die Männer, die auf dem Lande, und das war ja ein agrarisch geprägtes Land, die eben die Wirtschaft getragen haben, die wurden abgezogen und das schuf viel Unzufriedenheit. Ja. Zugleich muss man aber auch sagen, er hatte Untertanen bekommen, die noch nie welche gewesen waren, ja. Mehr als jedes andere neue Land, ja. Fürstenreich, also Königreich, ja. Hat Württemberg Standesherren bekommen. Das waren Reichs unmittelbare Grafen und Fürsten gewesen, ganz bedeutende Geschlechter, Thurn und Taxis, Fürstenberg. Richtig. Und andere, 45 insgesamt bis 1810 von 80 standesherrlichen Familien, mehr als bei weitem mehr als Bayern, bei weitem mehr als Baden auch. Und das waren sehr, sehr selbstbewusste, Richtig. Oft auch reiche Leute, die überhaupt nicht vorhatten, sich unter irgendjemandes Herrschaft zu beugen, wenn sie denn den Kaiser schon nicht mehr hatten, des Heiligen Römischen Reiches. Und dagegen ging der Friedrich I. ganz scharf vor. Er hat, und das ist wahr, er hat die schärfste Adelspolitik gemacht. Er hat die Rheinbundakte, die Artikel 26 und 27, mit heiterer Seele gebrochen. Und hat gesagt, es ist ein großer Garten, ich kann es nicht dulden, dass da drin andere Gärtner herummarschieren als ich. Das muss man sich auch wirklich so vorstellen. Stellen Sie sich also einen großen Garten vor und Sie haben einen Plan, was Sie pflanzen wollen und was wo sein soll. Und gleichzeitig springen 18 andere Menschen rum und sagen, nein, da das nicht, das habe ich wieder ausgerissen, da wird jetzt gegossen und da wird was gepflanzt. Das geht einfach nicht. Es war natürlich gar nicht harmlos, sondern es war Politik. Und die Regierungspolitik hat versucht, einen ganz einheitlichen, gleichberechtigten Untertanenverband, nicht Staatsbürger, Untertanenverband zu schaffen.
Und da waren dann, die einen hatten mehr Rechte bekommen, jüdische Württemberger, die es dann gab, gar nicht so wenige, 5000, die erhielten mehr Rechte, die Standesherren, mächtige Herren in Schwaben einst, die waren nicht mehr in den Rechten, die sie hatten. Fideikommisse, alle Steuergesetze wurden ausgefaltet, Militärdienste waren zu leisten, die Bewegungsfreiheit wurde eingeschränkt, es war sehr, sehr schwierig. Aber auch viele andere Untertanen, die neu waren für Württemberg, waren nicht einverstanden. Und jetzt kommt noch hinzu, und die Alten erst recht nicht. Genau, also ich denke, das charakterisiert auch Württemberg, also das Königreich, aber davor schon das Herzogtum, dass die Landstände sehr stark waren. Ja. Also keine, das muss man einfach auch mal klar sagen, es war so, dass kein Herzog alleine regieren konnte. Richtig. Und es konnte auch kein König Friedrich, der schwäbische Zar, sein. Nein. Weil er nicht alleine regieren konnte, weil die Landstände sehr, sehr stark waren. Und das ist sozusagen auch da schon ein Parlament, in Anführungszeichen. Und die waren natürlich durchaus mächtig. Die waren sehr mächtig. Und das hat dann die ja hatten noch Geld. Und die hatten Geld. Und das muss man, glaube ich, schon sehen, wenn man sozusagen jetzt nicht an Glanz und Gloria von Württemberg denkt, sondern muss sagen, nee, der musste schon richtig arbeiten und sich durchsetzen. Und er hat nicht allein regiert. Nein, er hat angefangen 1797, als er Herzog wurde, noch ganz in dem Versuch, sich zu vereinbaren mit den Landständen. Aber man war politisch ganz, ganz schnell konträr und gegenüber 100 Runden mit Klagen und Gegenklagen vor den Reichsgerichten. Denn die Stände machten eine eigene Außenpolitik, die konnten sie finanzieren. Die Stände waren für Frankreich, der Herzog als Reichsfürst für Österreich, und Württemberg war eigentlich wie so ein winziges Ding in der Mitte, genau, zwischen zwei Großmächten. Und er musste sich durchsetzen, er hat das auch getan, indem er 1803 seine Entschädigungslande, das war der gleich große Teil, den er Altwürttemberg an die Seite gestellt hat, nicht inkorporierte, und die Landstände hatten nur eine Hälfte noch, in der sie ihre Macht entfalten konnten für 3 Jahre. In der anderen wurde absolutistisch regiert, und das war plötzlich ein Modellwürttemberg. Da wurde alles gemacht, wie ein großer Feldversuch. Was der König dann später machte, hat er als Kurfürst vorbereitet mit seinem ganz bedeutenden Minister, dem späteren Grafen Norman Ehrenfels. Das finde ich jetzt ganz spannend, und ich glaube, wir sollten das Thema, wie Friedrich regiert hat und was er gemacht hat, nochmal vertiefen. Ich würde aber jetzt, da dieses Königreich ja noch so neu ist, würde ich gerne mal darauf zurückkommen, denn mit dieser Gründung des Königreichs nimmt dieses kleine Württemberg, es wird größer, plötzlich einen Platz in Europa ein. Das ist ja auch neu. Ja. Und ich meine, wie kann man sich vorstellen, dieses neue Königreich, kann es sich überhaupt behaupten im großen Europa? Welche Familien oder Familienbündnisse, welche politischen Bündnisse gibt es in der Zeit eigentlich? Er ist ja nicht alleine. Also er ist nicht alleine, weil die Landstände gibt, aber er ist auch in Europa nicht alleine. Und auch da drehen sich ja durch die napoleonischen Kriege die Zuständigkeiten, die Machtverhältnisse, das Machtgefüge ändert sich. Wie sitzt jetzt da dieses neue Württemberg in diesem Europa? Es ist ja immer noch klein. Es hat nicht. Es hat immer noch keine riesige Land- und sonst was Macht. Aber es hat unglaublich gute Verbindungen. Mhm. Die Schwester Friedrichs ist Zarin Mutter. Zunächst war sie die Schwiegertochter der Zarin Katharina, der Großen, für die unser Friedrich Gouverneur in Viborg gewesen war und dann in Finnland. Er hat eine Dame geheiratet als zweite Ehefrau, die Kronprinzessin von England war. Und auch nicht zu vergessen, neben Russland und England, dann hat seine Tochter Katharina 1806 Jerome geheiratet, den jüngsten Bruder Napoleons. Er konnte allerdings verhindern, dass sein Sohn auch ein Bonaparte-Abkömmling heiraten musste. Er hat dann eine bayerische Prinzessin als erste geheiratet, war nicht sehr nett zu ihr, aber das ist ein anderes Thema. Das war Wilhelm I., genau. Aber nochmal zurück zu den dynastischen Verbindungen. Also Württemberg hat schon vor Königreichszeiten dynastische Verbindungen zu Russland gehabt, durch die Heiraten. Auf jeden Fall. Also dann kommt dieses Württemberg durch Napoleons Gnaden, in Anführungszeichen, wird Königreich. Die Verbindung Napoleon und Friedrich funktioniert. Und das meine ich nochmal, dass man das nochmal vielleicht vertieft. Was war mit Italien, was war mit anderen Ländern? Da war ja schon,
Verbindungen da, die dann eher mal intensiver waren, dann auch wieder nachgelassen haben mit der Zeit? Also Friedrich selber hat... Österreich habe ich vergessen, ja. Zu Österreich hatte er auch Verbindung. Eine seiner leider früh verstorbenen Schwestern war die erste Ehefrau des späteren Kaisers Franz II. Gewesen. Er hatte eigentlich überall als Reichsfürst hin Verbindungen gehabt. Dynastische Verbindungen, das ist allerdings was, was fast jede Familie, die bayerische, die badische, alle gleichermaßen auszeichnet. Er hatte etwas, was ihn bedeutender gemacht hat als vielleicht alle Nachbarn drumherum. Er war sein eigener leitender Minister. Er hatte keinen Mongela, er hatte keinen Stein und Hardenberg. Ja. Er war ungemein klug, er war ein unfassbar gebildeter Mann für damalige Zeiten. Er hat, als er in Finnland war, zum Beispiel Finnisch gelernt. Das wäre sonst niemandem eingefallen. Französisch hat gereicht. Er war ja Großneffe Friedrichs. Er war 19 Jahre lang Soldat und Verwaltungsmann gewesen. Und dann nochmal, und das war schon eine harte Zeit, 17 Jahre lang alleinerziehender Vater von drei Kindern und wartend auf den Thron. Er hat damals auch politische Verbindungen natürlich geschlossen. Er war in ganz Europa gut vernetzt, aber nun hatte er etwas, was viele andere nicht hatten. Er wurde geschätzt von Napoleon. Der fand ihn klug und Friedrich war ein schwieriger Charakter. Das ist jetzt nicht so wirklich unser Thema, aber dennoch sei es gesagt. Und Friedrich hat auch zu Napoleon Nein gesagt, in sehr klarer Sprache, wie er das so an sich hatte. Und er hat unter anderem als einziger Rheinbundfürst verweigert, dass seine Württemberger nach Spanien gehen mussten, in den Guerillakrieg, der da ausgebrochen war, ein Volkskrieg, in dem sich die Spanier gewehrt haben, eben gegen die französische Besatzung. Da mussten die Rheinbundtruppen auch hin. Da hat Friedrich gesagt, nein, kommt nicht in die Tüte, ich schicke niemanden, ich entblöße meine Grenzen nicht, und hat es nicht gemacht. Bei allen anderen Kriegen waren württembergische Truppen dabei. Ja, und auch ordentlich viele. Sehr viele. Sehr viele. Und viele Staaten, es wurde wie in allen Rheinbundstaaten beständig ausgehoben, beständig Steuern erhoben. Es konnte nicht anders sein, und auch Reformen, das haben wir ja auch gemerkt und das merken wir jeden Tag in der Politik, Reformen kosten immer Geld, Pandemien kosten Geld, alles kostet Geld. Alles kostet Geld. Ja. Ja, und da hatte der Herr Friedrich, König Friedrich auch nicht allzu viel. Ja. Weil so reich war das neue Königreich noch nicht. Er hatte eigentlich ein armes Land, aber einen sehr, sehr großen Anspruch. Er hatte einmal eine wunderbare Hochzeit mit seiner zweiten Frau geheiratet, nach langer Armut, die sehr unfürstlich war. Und er hat, was ihm das Land übel genommen hat, sehr gerne Pracht entfaltet, königliche Pracht. Er hat die eingestellt auf einmal. 1812 mit dem verheerenden Feldzug und dem Scheitern der Grande Armee. Er konnte das also auch, er hat dann auch die Jagden eingestellt. Er war ein Mensch, der eine bestimmte Auffassung von seiner Königswürde hatte und wie man da aufzutreten hatte, auch und gerade, weil er eben diese mächtigen standesherrlichen Familien hatte und die zu Untertanen reduzieren wollte. Das ist nicht in allen Hinsichten geglückt, staatlich aber doch. Die haben auch nach 1815 keine Rolle mehr erobert, die sie vorher gehabt hätten. Hm. Sie haben jetzt gerade so ein bisschen angefangen zu diskutieren, wie denn die Persönlichkeit wirklich von Friedrich war. Vielleicht sollten wir das ein bisschen vertiefen, weil ich glaube, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer kennen, glaube ich, die Vita von unserem König, von unserem ersten König nicht so wirklich. Vielleicht fangen wir nochmal von vorne an, wo ist er überhaupt geboren? Ich glaube, wir müssen auch dazu drüber nachdenken, dass unsere württembergischen Könige nicht unbedingt in Stuttgart geboren sind. Nein. Also bis auf Wilhelm II., dem letzten König, oder auch dem Karl, sind die halt nicht unbedingt Schwaben, in Anführungszeichen, sondern haben eine ganz eigene Vita. Und die von Friedrich ist ja nun enorm spannend. Also dieser alleinerziehende Vater, dieses Leben am Hofe der Zarin, der Katharina der Großen, Entschuldigung. Also das, vielleicht sollten wir ein bisschen für unsere Zuschauer noch ein bisschen genauer darauf eingehen, auf diese Vita, diese sehr, sehr gerne. Das ist, das erstaunliche ist eine, Vita auch. Das ist eine schöne Anregung, Frau Neumann. Also dieser König ist in Pommern geboren, in Treptow, als erster Sohn eines Soldaten, wie er im Buche steht, Friedrich Eugen.
Und er hat eine Mutter gehabt, eine Prinzessin Brandenburg-Schwedt. Ich kriege gerade nur den Namen Dorothea hin und den ersten Namen nicht, aber Dorothea stimmt, sowas von sicher. Ja. Die haben 12 Kinder gehabt, waren ein ausgesprochen gutes Ehepaar. Und er hat eine Kindheit gehabt, in der nichts vorkam von einst wirst du Thronfolger werden. Denn dieser, ja, sein Vater, war großer Soldat wie so viele in seiner Familie. Karl Alexander war zum Beispiel auch so einer gewesen. Und er hat eine Karriere als Soldat vorgeschrieben bekommen. Er ist als erstes an den Hof seines Großonkels, König Friedrich dem II. Von Preußen, also Friedrich dem Großen, gekommen, war da junger Oberst. Das ging ziemlich schnell, wenn man ein fürstlicher Sohn war. Ist, ja. Er hat sich hervorragend geschlagen. Ich habe zwar bei den Abbildungen jetzt die erste und zweite der Landkarten vergessen, nicht aber will ich vergessen, dass wir vielleicht ein Jugendbild hier haben von diesem Friedrich, den kennen wir alle als dick und etwas älter, aber wir haben Nummer 3, die Abbildung, das wäre schön, die zu sehen. Da sehen wir einen sehr gut aussehenden jungen Mann, der schon ein bisschen geschönt um die Hüfte herum. Er hatte nämlich schon am Hofe seines Großonkels, der ihn immer aufzog, damit Probleme, weil er so gerne wie seine Familie vielfach gegessen hat. Ja. Und er machte immer zu Schlankheitskuren. Es freut mich immer, wenn ich sagen kann, dass auch Herren Schlankheitskuren machen müssen. Aber er musste und tat es auch und es hat nicht immer geklappt. Wir haben ja in späterer Zeit dann nur noch die Bilder des dicken Friedrich. Der dicke Friedrich, genau. Er hat aber eine fabelhafte soldatische Karriere hingelegt. Er war erstmal bei seinem Onkel, eben Großonkel. Er ist von dann an, da ein Heiratsprojekt seiner Eltern, eben seine Schwester an den Hof, den Wiener Hof zu verheiraten, was ja klappte. Da meinte Friedrich der Große, da habe unser Friedrich eben seine Hände im Spiel gehabt, was nicht der Fall war, und hat ihn etwas ungnädig zu einer Entlassung gebracht. Er ist dann in russische Dienste gegangen, weil seine Schwester dabei geholfen hat. Die war mit dem Thronfolger, dem Zarewitsch Paul, verheiratet. Und dann wurde er als, ich glaube, Generalleutnant gleich eingestellt, kam mit seiner jungen Ehefrau und schon dem kleinen Wilhelm dorthin, ist Gouverneur geworden von Finnland, hat in Viborg seine Residenz gehabt, hat auch an einem Krieg, der geführt wurde, teilgenommen, ruhmreich. Und war überhaupt einer, der sein Leben gut geführt hat. Er hatte eine grauenhafte erste Ehe mit einer jungen Dame aus dem Hause Braunschweig, die überhaupt nicht zu ihm passte. Die haben eine schreckliche Ehe wie Hund und Katz geführt, haben sich dann auch getrennt. Was soll ich das kurz erzählen, was so ging? Es war ein schrecklicher Ehekrach und nach einem der 293 schönsten Ehekräche hat sich dann seine Ehefrau auf die Knie vor der Zarin geworfen und gesagt, sie möge sie beschützen. Die Zarin war selbst einst unglücklich verheiratet gewesen und hat sofort reagiert und hat Friedrich die Tür gewiesen, im wahrsten Sinne des Wortes, einen sehr ungnädigen Abschied erteilt. Und von dann an, das muss man sagen, war er die nächsten 17 Jahre alleinerziehender Vater. Von drei Kindern. Er konnte Kopfstand machen. Ich glaube nicht, dass er wirklich geeignet war als Soldat und großer Organisator, als jemand, der von Tag und Nacht las, der intellektuell interessiert war, kleine Kinder zu erziehen. Seine Tochter Katharina, die er sehr liebte, eine kluge Frau auch, die hat er, glaube ich, seiner Mutter anvertraut. Und die beiden Söhne, Wilhelm und Paul, die wurden unter seiner Ägide mit Lehrern erzogen. Sehr, sehr streng, so wie er selbst erzogen worden war. Genau. Das und ist aber 200 Jahre her und wir können nicht mit unseren Erziehungsmaßstäben daran gehen. Natürlich nicht. Man muss aber vielleicht dazu sagen, dass der älteste Sohn Friedrich Wilhelm hieß, also der hieß ja Friedrich und genannt war er Fritz. Ja. Und erst als er König wurde, hat er sich Wilhelm den Ersten genannt, weil er wollte nicht der Friedrich der Zweite werden. Richtig. Das heißt, dieser älteste Sohn heißt eigentlich im Kosenamen Fritz und Friedrich und wird dann später Wilhelm der Erste. Genau. Der zweite Bube heißt Paul. Auch der wird nachher später viel in Frankreich leben und hat auch diesen Zug zu Frankreich, den auch der Friedrich noch hat.
Und die Katharina wird eben tatsächlich verheiratet nach Westfalen und hat dort, glaube ich, ein lustiges Leben. Ihr Mann heißt jedenfalls König Lustig. Er ist ein heiterer, nicht Mensch, wirklich verwaltungsaffiner oder zum König tauglicher Bonaparte. Sein Bruder sagt ihm, was er zu tun hat. Manchmal tut er es auch. Wenn nein, dann tun es seine Minister. Und es ist ja ein Modellstaat, dieses Berg und Westfalen. Mhm. Das klappt trotzdem ganz gut, denn auch aus der Ferne kann Napoleon wunderbar regieren. König Lustig tut das weniger, der amüsiert sich, ist ein sehr gut aussehender Mann, liebt seine Frau auch und sie ihn. Und das wird dazu führen, dass als die napoleonische Dynastie oder besser das napoleonische Empire zusammenbricht, wird die Ehe nicht geschieden. Der König bietet es seiner Tochter an, also wenn du wieder nach Hause kommen willst, gerne jederzeit. Und sie sagt dann, hör zu, du hast mich damals verheiratet, ich habe ja gesagt. Aber nun bin ich mit diesem, meinem Mann zusammen, wir haben eine gute Ehe und ich werde bei ihm bleiben. Und das hat sie getan. Friedrich, der sonst immer so wirkt, als würde er keinen Widerstand dulden, hat von sehr vielen Frauen Widerstand übrigens geduldet, auch von Männern, seinem Freund Zeppelin, von Norman Ehrenfeld, von anderen und eben von seiner Tochter und nimmt das an und lässt sie. Mhm. Und jetzt sollten wir vielleicht auf die Königin zu sprechen kommen, weil es gibt nicht nur den König Friedrich, sondern auch eine Königin. Ja. Und vielleicht ihre Rolle auch nochmal sagen. Die Familie war ja nun mal nicht gerade glücklich. Wir haben ja die Charlotte, Mathilde glücklicherweise im Bild. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass diese Dame, wenn man heute sagt, jemand ist 30, dann sieht man das gar nicht. Charlotte Mathilde war auch 30, als sie Friedrich heiratete. Das war eine sehr kluge, hochgebildete Frau, die allerdings absolut kein Interesse entfaltete, sich in die Politik irgendwie einzumischen. Es war das Glück, glaube ich, für Friedrich, dass er eine Frau hatte, bei der er das Fiasko seiner ersten Ehe unbedingt vermeiden wollte und auf der anderen Seite sich große Mühe gab, respektvoll mit einer Königstochter umzugehen, mit ihr ein gutes Verhältnis hatte und sie bis zum letzten Tag ehrenvoll und liebevoll behandelt hat. Das kann ich aus den Briefen sagen. Sie ist ihm ja auch, also hat ihn lange betrauert und wollte dann an und wurde auch an seiner Seite beigesetzt in Ludwigsburg. Und sie war sicherlich auch die Person, die dieser zerrütteten Familie in Anführungszeichen. Ja. Also Friedrich und sein Sohn, der älteste Sohn, haben sich nicht besonders gut verstanden, das weiß man. Ja. Sie hat wahrscheinlich so eine Art von Familie wieder neu gründen können und vielleicht so ein bisschen Familienfrieden beitragen sie, können. Sie muss eine ganz sie wunderbar vermittelnde Frau gewesen sein, die sich dieser ihrer Stiefkinder alle angenommen hat. Es hat auch Wilhelm diesen Einsatz immer gewürdigt, der für sie kein Einsatz war, sondern die normale Reaktion auf eine Familie, die außerordentlich schwierig ist. Wir reden ja nun und wissen das nicht von einer Ausnahme. Es gibt sehr, sehr viele starke Väter mit gleich starken Söhnen, die völlig zerfallen, weil der eine so ähnlich ist wie der andere. Wilhelm ist extrem ähnlich gewesen seinem Vater, ist auch nicht ein Kind gewesen, was vollkommen heiter und komplikationslos war, hat viel Ärger gemacht, war immer mit den Feinden am besten befreundet, die der württembergische König hatte, war das auch schon in früherer Zeit gewesen und das war nicht einfach gewesen, diese Familie zusammenzuhalten, aber die Königin hat sehr viel dazu beigetragen, wie Sie schon angedeutet haben. Und ich glaube, so im Urteil nachträglich muss man schon Friedrich vielleicht auch noch ein paar Facetten mehr zugestehen, als in der ursprünglichen Literatur über ihn bekannt ist. Also, ich denke, Sie haben jetzt auch viel geforscht dazu, Sie haben noch einen anderen Einblick über ihn. Ich denke, Sie können das Urteil über ihn auch tatsächlich noch mal schärfen jetzt. Ich glaube, dass man unbedingt sagen muss, dass er große Verdienste hatte, die zurücktreten hinter seinem Charakter. Aber wir machen hier keine Charakterstudie. Und sie treten, und das ist auch albern genug, hinter seiner Körperfülle zurück. Nun war Bismarck groß und dick, Helmut Kohl war groß und dick und trotzdem sind sie nicht dafür berühmt und bekannt und werden erinnert. Bei Friedrich ist das ganz anders, der ist der dicke Friedrich. Erinnern sollte man ihn, wie ich meine, aber als einen wirklichen Staatsgründer, der hat vieles nicht vollenden können, viele Dinge. Er ist 1816 gestorben, sind 1817, 18 und dann mit der Verfassung
seine war moderner gewesen, 1819 in Wirklichkeit gekommen. Er hat ein gefestigtes, homogenes Land hinterlassen. Das musste noch politisch zusammengeführt werden, aber administrativ, ökonomisch, organisatorisch war das hervorragend, trotz der Kriegs- und Krisenzeiten geglückt. Es war doppelt so groß geworden, fast mehr als doppelt so groß. Und er hat ein einiges und Unteilbares, wenn ich das aus Frankreich übernehmen darf, Württemberg geschaffen, was sich ein Nationalgefühl erarbeitet hat, gegen das zum Beispiel Freiherr von Stein Amok gelaufen ist. Ja. Das war einer der Gründe, weshalb er so einen wirklich Hass auch auf Friedrich hatte. Denn der hat von Anfang an, schon 1803, dafür gearbeitet, wie er selbst sagte in einer Rede, die er seinen Minister Norman halten ließ, dass er patriotische Gefühle für dieses neue Land hervorrufen wolle. Als es dann 1806 war und tatsächlich ein Königreich wurde, da hat er sich dafür eingesetzt, ein Nationalgefühl. Es gab kein Deutschland, das dürfen wir ja nicht vergessen. Es gab einen Rheinbund und es gab eigentlich drei Deutschland, es gab Preußen, es gab Österreich. Er hat sich dafür eingesetzt, ein württembergisches Nationalgefühl zu begründen. Das wird erst später wirklich ausreifen, denn sonst hätten wir 1870, 71 nicht alle die Nationalgefühle, die bayerischen, die württembergischen, die badischen, gegen ein großpreußisches, was dann plötzlich darüber gesetzt wird. Ich finde es ganz wichtig, dass wir zu betonen, dass diese Beziehung von Friedrich und Napoleon so gut funktioniert hat. Das sind ja zwei Gegensatzpaare, wenn Sie sich den riesigen Friedrich vorstellen und den kleinen Napoleon, die treffen da in Ludwigsburg aufeinander. Ja. Die Josephine war ja ständig hier zu Gast, die ja oft hier zu Besuch war. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, wie die Verbindung zu Frankreich damals war. Und ich glaube, das muss man ihm auch zugutehalten, dass ja. Auch wie das nachher ausgeht, ja, aber zunächst mal hat es gut funktioniert und die haben sich gegenseitig geschätzt. Er korrespondierte in Französisch, er sprach Französisch als erste Sprache. Er hat mit seinem Vater Französisch korrespondiert, mit fast allen. Er sprach allerdings viel, viel besser Deutsch als die meisten Fürsten seiner Zeit, schrieb es auch. Und er hat mit Napoleon deswegen ein so gutes Einvernehmen gehabt, weil sie gleich starke Charaktere waren. Mhm. Er war viel weniger mächtig, wusste das auch, hat aber in keiner Weise je nachgegeben, sagen, er sei der Mindermächtige und deswegen würde er seiner Meinung hinter den Berg halten. Das hat er nie. Er war ein bedeutender König. Er war vielleicht nicht einer, den man liebte. Es war im Gegenteil so, dass in der Zeit, in der er dann gestorben war, auch Freudenkundgebungen unterdrückt werden mussten, ganz zum Schmerz seiner Frau. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass vieles ihm angekreidet wurde, das er überhaupt nicht zu verantworten hatte. Genau. Was er zu verantworten hatte, zum Beispiel aus einem ausschließend protestantischen Land, das hieß das lutherische Spanien, dass er ein gemischt konfessionelles Land gemacht hat, ein aufgeschlossenes, tolerantes Land, in dem Juden und Katholiken lebten, immerhin 46% der Bevölkerung, das darf man nicht vergessen. Ja. Das hat er geschafft, hat das und er hat Respekt dafür hervorgerufen. Es heißt nicht, dass die gegenseitigen Vorurteile, die sind noch lange geblieben und die Wohngebiete sind lange noch geblieben, aber er hat die Grundlagen für so vieles gelegt, was das ökonomisch Prosperierende, das politisch Erfolgreiche und das angesehene Württemberg im 19. Jahrhundert ausmachte, dass man das gar nicht hoch genug schätzen kann. Es ist nur einfach so, als wäre er aus der Geschichte ausgeschnitten. Er hatte zwei mächtige Feinde. Das eine waren die alten Stände gewesen, die ihre Verfassung zurückhaben wollten, auch wenn die völlig veraltet war und die Stände selber auf dem Reformlandtag scharf angegriffen worden waren, 1797, 99. Trotzdem, es gab ja dann einen Verfassungsvertrag, nicht die moderne Einkammerverfassung, die er vorgeschlagen hatte, sondern eine andere, die unter seinem Sohn geschlossen wurde. Die Stände hatten wieder eine gewisse eine Einflussmöglichkeit, aber er hat trotzdem die ersten Ideen der Modernität in Württemberg eingepflanzt und dann konnte Wilhelm die gießen. Das heißt nicht, dass er nicht eigene Initiativen entfaltet hat, aber sehr, sehr vieles, was heute nicht gewürdigt wird, ist in dieser frühen Zeit, in diesen 19 Jahren geschehen, obwohl wir Krieg hatten, obwohl Krisen das Land geschüttelt haben, obwohl die Bevölkerung innerlich nicht mitgetragen hat, was man verstehen kann, was ihr zugemutet wurde. Ja, da haben Sie jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen, was ich Sie als nächstes jetzt fragen wollte.
das wollte ich aber gar nicht. Nein, das ist aber auch noch viel Material. Ja. Also ich glaube, wir können noch ein bisschen in die Tiefe tatsächlich gehen. Ja. Sie haben es so summarisch genannt. Ich würde es tatsächlich gern vertiefen wollen, weil ich glaube, viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer so genau nicht wissen, was der König da alles gemacht hat. Und deswegen meine Frage jetzt nochmal, kann man diese Regierungszeit von Friedrich als den Beginn der Moderne für Württemberg bezeichnen? Das und wenn, warum? Durch welche einzelnen Schritte hat er das geschafft, wenn er es denn geschafft hat? Auch wenn er vielleicht zu Ende machen konnte, aber was hat er genau gemacht? Weil ich glaube, da können wir noch vielleicht mit mehr Beispielen diese Regierungszeit von ihm nochmal schärfen und auch seine Leistung nochmal noch mal herausstellen. Das können wir im Detail jetzt vielleicht nochmal tun. Ja, sehr gerne. Das ist auch gar nicht so schwer. Wir müssen einfach anfangen, sozusagen am Anfang, eigentlich 1803, aber das war der Feldversuch und der ist geglückt. 1806 wurde das fast alles wiederholt. Am Anfang stand ein riesiges verfassungsartiges, aber nicht Verfassungsgesetz, das sogenannte Organisationsmanifest. Da wurde das ministerielle, das administrative Korsett gesetzt. Ein ganz modernes, so wie es Frankreich hatte, am Beispiel auch von Frankreich mit einer dreistufigen Verwaltung. Es wurden Ministerien, 6 Stück eingesetzt. Das 6., das wir nicht so gleich im Kopf haben, ist das für Kultus gewesen und Schulen, denn die waren ja nicht getrennt. Die anderen sind die wir auch haben, Innen, Außen, Justiz, Finanz. Und das 5. fällt mir, Militär. Militär. Da haben wir es. Das war das Erste, was gemacht wurde, nämlich eine gute Administration. Ein Land, was man irgendwie erreichen will, muss man administrieren. Die Beamtenschaft wurde mit Ehren und Uniformen versehen, war nicht überall so beliebt, die Schreiberkaste gar nicht. Aber das kann ich jetzt nicht vertiefen. Jedenfalls hatte man die. Das Zweite war, und das daran merkt man, welche... Darf ich noch einmal zwischenhaken? Ja, gerne. Es war deswegen so wichtig, dass die Administration funktioniert, damit man Steuern einnehmen kann. Richtig. Denn also es hat schon auch praktische Gründe. Man kann kein Land verwalten und Steuern einnehmen, wenn man es nicht kennt. Also er musste tatsächlich diese Verwaltung von Grund auf legen. Genau. Es war eine vollkommen neue Verwaltung über ein ganz neues Land zu erstrecken und die wirksam zu machen, von der ersten Sekunde an, mit einer Beamtenschaft, die das gut durchführte, mit Ministern, die hervorragend gearbeitet haben und ausgezeichnete Verwalter ihrer Ministerien waren. Das Nächste war, die funktionierende Verwaltung hat den Zweck, wie Sie so richtig sagen, Frau Neumann, nämlich einmal, dass man eben den Bürgern natürlich auch hilft erfasst, bei allen Lebenslagen, dass man sie auch erfasst, dass man sie verwaltet. Ich muss aber mich korrigieren und sagen, Untertanen waren es, württembergische Untertanen, und die wurden nicht als Staatsbürger behandelt, sondern eben Untertanen. Und dann waren Steuern einzunehmen, die Steuerprivilegien wurden samt und sonders gecancelt. Wer auch immer eines hatte, hatte keines mehr. Ja. Das war sehr schwer für die fürstlichen eigenen Steuerkanzleien und war eigentlich auch eines der gebrochenen Artikel aus der Rheinbundakte. Aber eine einheitliche Steuerverwaltung wurde eingeführt. Neben Steuern und Verwaltung wurde neu eingeführt, war extrem unbeliebt, aber zwangsläufig, es war das Militär, was nun fast eine allgemeine Wehrpflicht. 1809 ist ein Militärgesetz erschienen, ein neues, das war schon das zweite nach 1806. Und dieses Gesetz stellte fest, dass jeder militärpflichtig war. Das gab es in Württemberg, im Altwürttemberg nicht, das gab es in den neuwürttembergischen Gebieten nicht. Und gleichzeitig, und das war eine Kränkung, die man heute nur nachvollziehen kann, wenn man also an Amerika denkt. Es wurde gleichzeitig das Waffenmonopol des Staates durchgesetzt und den Bürgern, den freien Bürgern, ihre Waffen weggenommen. Das kam überhaupt nicht gut an und gehört aber zu den Erfolgsgeschichten dessen ungeachtet. Denn allgemeine Wehrpflicht bedeutet, dass man eben seinen Staat oder für seine Nation eintritt. Die nächste Sache, die von extremer Wichtigkeit war, war die konfessionelle Frage. Wir haben eben einen Teil, der ganz und gar lutherisch ist. Wir haben einen Teil, der gemischt konfessionell ist. Und nun haben wir ein gemischt konfessionelles Württemberg. Die neuen Länder hatten die neuen Länder. Und jetzt haben wir nicht mehr die Lutheraner nur, sondern die Reformierten haben wir. Wir haben die Katholiken. Wir haben natürlich die freien Gemeinden, so die Brüder vom Hörnlishof.
Aber wir haben auch eine große jüdische Gemeinde, die Rechte haben muss, die ihnen auch zugestanden werden. Und weil damals noch ungetrennt Schule war und Kirche, gibt es eben auch ein ganz neues Schulsystem nach Pestalozzi. Das war damals die Spitze der Bewegung. Ja. Das ist nicht immer gut ausgegangen. Die Kinder fingen an, also es waren junge Lehrer, die dann auf die Dörfer geschickt wurden und hatten nach Pestalozzi zu unterrichten. Das war ganz moderner Unterricht und man durfte einen Apfel malen und dann ausmalen und solche schönen Dinge. Und die Kinder gingen gerne zur Schule. Ich habe eine Beschwerde gesehen, die wunderbar war. Mein Sohn will nicht mehr nach Hause, der macht seine Hausaufgaben. Und einige Dörfer haben ihre Schullehrer verprügelt, weil die Kinder so merkwürdig verhext waren. Ja, so daraufhin hat der König, wie übrigens immer, auf Widerstand sofort reagiert. Das glaubt man nicht, aber so war es. Hat sofort den Zwang der Pestalozzi-Methode zurückgenommen. Hat aber im Lehrerseminar in Esslingen Pestalozzi-Methode unterrichten lassen und hat alle Lehrer, die das vertreten konnten, auch nach Pestalozzi unterrichten lassen. Aber Staatspolitik war es nicht mehr und die privaten Schulen, die haben natürlich auch nach Pestalozzi unterrichtet. Und das war eben modern, die Universitäten kamen als nächstes in den Fokus. Es gibt überhaupt, mir fällt kein Gebiet ein, auf dem er nicht was Neues nicht gemacht hat. Neues gemacht hat. Und die Stände haben mit Recht gesagt, das ist doch nicht wahr, Leute. Der hat über 2400 Gesetze gemacht in diesen paar Jahren. Wenn man denkt, ab 1806 bis 1815 oder sagen wir jetzt 14, das sind 8 Jahre und da ist das schon schwer zu verkraften. Aber das ist geglückt. Die Adels- und Ständepolitik ist ihm übel genommen worden. Die andere Politik ist überwiegend erfolgreich gewesen. Sogar der Verfassungsoktroi wäre es gewesen, denn er hat sofort nachgegeben und Verhandlungen mit den Ständen angestrebt, aber er hatte so viele Gegner inzwischen und war dann eben auch erkrankt und sehr schnell danach verstorben, dass vieles nicht zu Ende geführt werden konnte. Paul Sauer, den ich sehr schätze, der hat die Vermutung geäußert, dass Wilhelm nicht anders verhandelt hätte an Stelle seines Vaters. Sie waren sich sehr ähnlich in dieser Art. Und dass eben Friedrich so verhandelt hätte, dass er dann am Schluss doch noch seine Einkammerverfassung moderner Prägung durchgesetzt hätte. Auch da wäre Württemberg dann an der Spitze der Bewegung gewesen. Es ist 1816 schon herausgekommen und 1819 erst recht dann mit der Verfassung als ein für die Moderne gerüstetes Land in allen Teilen, wo immer man seinen Finger hinlegt und sagt, aber da hat er bestimmt nichts gemacht, da hat er auch was gemacht, Sozialsystem reformiert, Armenwesen reformiert. Es gibt wirklich nichts, wo er sich nicht drum gekümmert hat. Sogar also Handwerk, Handel und Wandel habe ich gar nicht genannt. Die Post ist reformiert worden, die Straßen sind gepflastert worden, die Beamten kriegten schöne Uniformen, um gleich erkenntlich zu sein als Beamte. Ich sollte nicht. Nein? Also die Königstraße wurde eingerichtet und da durfte man nur Schritt reiten und nicht galoppieren. Also war schon die erste Verkehrsordnung. Aber noch keine Ampel. Aber wichtig fand ich tatsächlich die Verfassung. Ja. Ich glaube, das ist wirklich was dann auch noch nachher später Wilhelm I. Von manchen Landesfürsten auch angekreidet wird, so eine moderne Verfassung zu haben. So zu diesem Zeitpunkt, das war nicht denkbar eigentlich, das war ultramodern. Man hat das auch gemacht im Vorauseilen. Die Wiener Kongressakte hat ja, ich glaube, Artikel 14 gesagt, oder 8, also das weiß ich nicht mehr ganz genau, hat jedenfalls gesagt, landständische Verfassungen werden erlassen werden. Preußen zum Beispiel hat das überhaupt nicht gemacht, bis 1848 nicht und danach erst recht nicht. Aber Bayern und andere Länder sind vorangeschritten. 1818 war Bayern, 1819 dann Württemberg und unser König Friedrich hat eben 1815 im Vorauseilen und denkend, bevor mir da irgendein Wiener Kongress, nachdem ich nun den Napoleon abgehalten habe und den Rheinbund abgehalten habe und jeden abgehalten habe, die Finger in Württemberg auszustrecken, ich werde meine eigene Verfassung mit den Landständen machen. Es ist tatsächlich wahr, ich kann das aktenmäßig belegen, dass er nie vorhatte, diese unumschränkte Macht zu behalten, sondern die wieder aufzuteilen. Aber es war eben in Kriegszeiten nicht möglich, mit Ständen oder mit einem Parlament, sagen wir, zu verhandeln und sich zu vereinigen, sondern da muss man
eben reagieren können. Und das hat er dann auch gemacht. Die Verfassung sollte eine moderne Einkammerverfassung sein und die Bürgerbeteiligung, da sollten es dann Bürger werden und nicht mehr Untertanen bleiben, die Bürgerbeteiligung einfangen sozusagen, einbringen in diesen Staat, der dann auch politisch geeint gewesen wäre. Dazu ist er nicht mehr gekommen. Genau. Er ist zu vielem nicht mehr gekommen. Sehr richtig, sehr und wir richtig. Wir hören jetzt auch auf, weil wir kommen auch zu viel nicht. Das ist einfach so. Es sind viele Themen, die wir noch besprechen könnten. Diese Zeit ist so spannend mit dem Friedrich. Ich würde zum Schluss einfach so ein Resümee versuchen. Also er hat eine Herkulesaufgabe gehabt. Es war ein Herkules von Gestalt, körperlicher Art. Er hat auch eine Herkulesaufgabe übernommen. Es ist ihm manches geglückt und manches nicht geglückt. Ja. Wenn wir ein kleines Resümee in 3 Sätzen schaffen würden, um dann Friedrich und seine Zeit zu charakterisieren. Das Resümee muss mit einer kleinen Volte beginnen und die heißt, warum hat er so einen schlechten Ruf? Genau. Es war ein Übelen, ein Lehrer, der die ersten grauenhaften Dinge über ihn geschrieben hat. Der wurde gedruckt bis 1905 unverändert in Württembergs, in Brockhaus und Meyer. Der Freiherr von Stein war der Nächste, der einen ganz schlechten Ruf verbreitet hat. Sie wissen ja, dass dadurch, dass er am Schluss junge Männer um sich versammelt hatte, gesagt wurde, der sei homosexuell. Ich frage zurück, und wenn er junge Frauen versammelt hätte, was hätte man dann gesagt? Der hat ein Harem. Also wie auch immer, er konnte es nur falsch machen, das ist aber nicht der Punkt. Das Resümee ist der schlechte Ruf, der weitergetragen wurde von der Geschichtsschreibung. Und man hat nicht auf die Geschichte, also auf die Historiker, die Landeshistoriker gehört, so wie Rümelin, wie Pfaff und andere, was sehr bedauerlich ist, die schon immer bestritten haben, dass dieses Bild recht ist und dass wir ein preußisches Bild letzten Endes Württemberg übergestülpt haben. Das Bild eines Preußen, was unbedingt haben wollte, dass da kein eigener Staat entstanden war, der entstanden war. Das hat Friedrich geschafft. Es ist ein Staat mit einem Patriotismus entstanden, der war innen gefestigt, außen souverän und konnte in die Zeit, in die Moderne aufbrechen, ohne dass man ihn grundlegend umkrempeln musste. Man musste nur manches noch verändern und schärfen, um dann eben eine Vollendung hinzubringen. Das Glück, das zu schaffen, die losen Enden aufzugreifen und dann zusammenzubinden, das hatte dann sein Nachfolger und Sohn Wilhelm I., dem viele, viele Dinge zugeschrieben wurden, die sein Vater begonnen und eingeleitet hatte. Das muss man wirklich wissen, dass der Ruhm jetzt manchmal an der falschen Stelle sitzt. Die Tatsache oder die historischen Ereignisse waren so, die Ergebnisse waren gut, das war alles wunderbar, aber tatsächlich darf man nicht vergessen, dass vieles von Friedrich ausging. Richtig, ganz das genau. Das muss man einfach wissen. Und das ist unter der Last des schlechten Rufes ist das einfach wie ausradiert worden. Richtig. Nee, das finde ich jetzt wunderbar, dass wir das heute wenigstens mal ein bisschen richtig stellen konnten, Frau Professor Paul. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es war super spannend. Ich glaube, wir könnten noch mal eine Dreiviertelstunde reden. Stoff wäre genug da. Aber es ist ein bisschen kühl. Und so gerne ich das Gespräch mit Ihnen weiterführe, dann doch lieber in wärmeren Räumlichkeiten. Okay. Ja, natürlich. Können wir gerne anschließend machen. Erstmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. War wunderbar. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen und haben Sie viel Wissenswertes mitgenommen. Ich würde noch etwas anschließen wollen jetzt, und zwar, ich würde noch, wenn Sie weiterlesen und mehr wissen möchten, dann würde ich doch tatsächlich noch mal ein bisschen Literatur recherchieren für Sie oder habe schon oder mit Hilfe von Frau Professor Paul. Und zwar, wenn Sie sich etwas mehr informieren möchten, können Sie noch etwas lesen zur napoleonischen Ära und zum Schwerpunkt in Südwestdeutschland von Frau Professor Paul. Und zwar sind 2 Aufsätze, das heißt die französische Freiheit zu deutschen Reformen, politisch-gesellschaftliche und wirtschaftliche Modernisierung im Zeitalter der französischen Revolution. Ist in einem französischen Band erschienen im Jahr in Paris 2008. Und dann noch ein weiterer Text. Integration durch Reform, Württembergs Weg aus dem Alten Reich zum modernen Staat. Im Band Heiliges Römisches Reich, Deutsche Nationen, Altes Reich, Neue Staaten, Band 2, die Essays, dort erschienen in Dresden 2006. Es sind 2 Aufsätze, die ich auf jeden Fall Ihnen ans Herz lege. Klassischerweise hat man, wenn man Friedrich lesen möchte oder was erfahren möchte, kann man Paul Sauer lesen, der schon zitierte Schwäbische Zar, DVA, erschienen 1984 und aus dem selben Jahr 900 Jahre Württemberg bei Kohlhammer, auch von 1984.
Dann sollte man aber im Gedächtnis behalten, dass es manche Dinge seit 1984 neu zu lesen gibt, wie wir heute erfahren haben. Das nur zu Ihrer Lektüre. Ich freue mich, dass Sie dabei geblieben sind. Darf Sie auch darauf hinweisen, dass wir nächsten Mittwoch geht's weiter und da mit Herrn Schuhkraft. Dann spreche ich mit Herrn Schuhkraft über König Wilhelm I. und seine Zeit. Da werden wir wieder tatsächlich immer wieder mal auch auf die Zeit oder das Gespräch mit Frau Paul zurückkommen, sicherlich. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuschauen, freue mich auf die nächste Woche und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Danke auch.